Lieben, heute möchte ich gerne mit euch Kekse backen. Dazu brauchen wir eine Rührschüssel, eine Reibe, Milch, Haferflocken, Honig, Äpfel. Da ist auch gar keine Grenze gesetzt, wie viele Äpfel das sein sollen. Ich habe noch eine Banane reingetan. So, hier nehmen wir die Haferflocken, schütten die erstmal in die Schüssel. Dann kommt da etwas Milch drauf, sodass es so ein, ja, so ein Zehenbrei ergibt. Na, da sehen wir es nochmal. Dann werde ich gleich umrühren. So. Ruhig noch ein bisschen Haferflocken nachkippen, wenn es zu flüssig ist. Habe ich auch noch gemacht. Das ist gar kein Problem. Dann habt ihr einfach nachher ein bisschen dickere Leckerlis. Hier habe ich dann die Banane reingemacht. Da hat Frauke den Apfel gerieben. Frauke hat mir geholfen heute. Das war richtig lieb von ihr. Da sieht man, wie sie den Apfel reibt. Das haben wir mit, ich glaube, fünf, sechs Äpfeln so gemacht. Ja, bei unserer Reibe war das ein bisschen schwierig, aber das Prinzip sollte ja klar sein, ne? Einfach reiben. Wir haben die auch vorher jetzt nicht irgendwie geschält oder so. Man füttert die ja dem Pferd sonst auch mit Schale. Ja, das ist in Ordnung. Wir haben auch keine besonderen Äpfel gekauft oder so. Wir haben einfach Fallobst genommen. Geguckt, dass da keine, ja, detschigen Stellen sind, sage ich mal. Und dann ging das so. Immer schön auf die Finger aufpassen, nicht, dass ihr euch die Finger mal abraspelt. Das wäre nicht so gut, das tut nämlich ziemlich weh. So, da sieht man's. Das ist unser Ergebnis vom Apfelreiben. Dann nehmen wir den Honig. Und rühren erstmal die Äpfel unter den Teig. Genau. Kann man mit dem Kochlöffel noch ein bisschen nachhelfen. Ja, da war ich sehr intelligent und habe den Apfeleimer vor die Linse gehalten. Naja, man sieht es ja. So, dann habe ich so ein bisschen die Äpfel untergerührt. Gut, das war weggeflogen. Ja, dann kommt der Honig da rein. Da habe ich auch so nach Gefühl ein bisschen was genommen. Gab es jetzt keine genauen Vorgaben. Ja, alles wieder gut verrühren. Und wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu wenig, macht noch was rein. So, dann haben wir den ganzen Teig auf einem Backblech gegeben. Erstmal ganz, ja, ganz normal, einfach draufgeschüttet, dann so ein bisschen, also platt gedrückt, gleichmäßig verrieben, verstrichen. Mir fehlen die Worte. Dann haben wir den Teig in so kleine Quadrate geschnitten und in den Ofen geschoben. Und dann durften die bei 180 Grad bei Ober- und Unterhitze schön so 30, 45 Minuten vor sich hinbrutzeln. Und so sehen die dann aus, wenn sie fertig sind. Und wir haben auch probiert und die kann man als Mensch wirklich auch gut essen. Unsere waren allerdings ein bisschen länger drin, weil wir den Ofen nicht vorgeheizt haben. Da müsst ihr so ein bisschen schauen, wie das bei euch ist. Die müssen halt einfach, ja, braun sein und nicht mehr ganz flüssig und ja, dann lasst ihr die einfach ein bisschen trocknen. Bis zum nächsten Mal.